Das ist überhaupt nicht, hier läuft immer alles. Alter, wir sind die Morlocks, hier läuft immer alles. Sieht alles scheiße aus, läuft super. Man hat das erst in Förster gefahren, dann in Gartenbauer, dann in Rocker und dann in Schrauber. Und alle haben sich dran versucht. Und jetzt haben wir ein Auto, was alle Leute 10 Jahre lang gevögelt haben. Und er hat das bei 4,5 bei eBay gekauft. Und jetzt sollen wir es gerade machen. Das ist schwierig. Wir sind ein bisschen oldschool, ne? Wir schütten da Benzin rein oder Diesel und nicht irgendwelche Rüben destilliert oder Mais oder sonst irgendwas. Also ich mache das nicht mit Bioethanol. Ach, das ist Splitter im Finger, sonst nichts. Nein. Da, Popel. Ich hatte den Zipfel raus, ne? Ist nur der Kanal, ne? Ja, der Kanal ist sauber. Das Gute ist natürlich, das hätte natürlich außer uns keiner geschafft, ne? Und deswegen ist das gut, dass das so schwierig ist. Weil sonst kann das ja jeder. Ich bin schon mal angesprungen, oder? Und hat schon mal ein Geräusch gemacht. Und hat gequalen, hat der Öldruck, ist doch herrlich. Auf jeden Fall, der fährt mit uns stundenlang durch die Gegend und telefoniert an einem Stück. Ja, mein Russisch ist gerade schlecht geworden. Aber wenn das wieder auftaucht, dann kann ich vielleicht verstehen, was der macht. No problem. Don't pay by invoice. I have no $1. I not give you $1 in any case. Yeah. It will be I. Ja, wie es im Osten so ist, das Einzige, was zählt, ist Bargeld. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Katastrophe. Ich würde natürlich nie einen Ford Galaxy fahren, sondern immer einen Lincoln. Alle Gangster fahren immer Lincoln. Wenn du einen amerikanischen Film guckst, kommt einer im Lincoln, weißt du, das ist der scheiß Gangster. Und jeder fragt, woher weißt du das? Ist doch einfach, der fährt den scheiß Lincoln, das ist der Gangster. Ist ganz komisch, wir landen immer zwischen olivgrünem Mist. Alles ist in Ordnung. Das war ein bisschen Dreck auf der Zündkerze, die haben wir sauber gemacht. Jetzt funktioniert die Zündkerze wieder. Der Fehler ist nicht mehr in der Zündkerze. Die Zündanlage läuft. Ready to go. So richtig gut fühlt sich das nicht an, ne? Weil ich weiß, irgendwas stimmt ja nicht. Was erzählst du denn? Alles ist in Ordnung. Mann, und selbst wenn ein Kabel ein bisschen pufft, was passiert da? Da passiert gar nichts. Da ist nämlich gegenüber noch eine Scheiß-Zündkerze. Die läuft nämlich mit, genau für diesen Fall. Und wenn ich kein gutes Gefühl hätte, dann würde ich mich bestimmt nicht da reinsetzen. Ich habe ja keine Kamikaze-Fahne, auch nur noch kein grünes Ding. Und es stehen nicht irgendwelche Sachen da, dass ich jetzt unbedingt irgendwas Schlechtes machen muss. Was ist das denn? Echt? Ich habe keine Ahnung. Ich war jetzt 10 Tage weg. Und jetzt muss ich natürlich hier überall durchklettern und gucken, was die alles angefangen oder nicht angefangen oder versaut oder fertig haben. Mein Ziel ist natürlich, dass die alle selbstständig arbeiten, dass alle viel besser können als ich und dass ich eigentlich nur morgens komme, die Aufgaben verteile, wenn sie sich die schon nicht selbst gesucht haben und dann Kaffee trinken im Büro sitze. Klappt nie. Klappt nie. Was ist die erste Frage vom Kunden? Genau. Das kostet nicht bei Kostas. Ja, bei Kostas kostet das fast nichts. Ja, ich weiß, aber ich bin nicht Costa. Ich bin der Michalis. Hier kostet das was. So, und wenn du glaubst, dass du mir erzählen kannst, dass du nur 41 Stunden an dem Ding rumgebastelt hast, weißt du, dann kann ich auch anfangen, Russisch zu lernen. Das ist doch Quatsch. Wir haben natürlich hier ein Riesenproblem, dass das hier alles super schraubar sind. Und die würden am liebsten an so einem Auto alles machen. Deswegen fangen die alles an und arbeiten da viel länger, als sie mir irgendwie sagen. Deswegen bekommt jetzt jeder so ein Tablet. Und dann kann er genau aufschreiben, was er an welchem Auto wie lange gemacht hat. Anna, komm her. Ja, bitte. Der Herr Viorek. So, wer noch? Der Basti und er. Und der Pepe. Und der Pepe. Du richtest denen das ein, du bringst denen das bei und du kassierst die jeden Abend. Du bist dafür verantwortlich, dass diese scheiß Arbeitszettel reinkommen und geschrieben werden. Weil ich sag dir nämlich was. Dieses Auto hier mit 41 Stunden, das waren niemals 41 Stunden. Das waren viel, viel mehr. Und weißt du, wer jetzt diese Reparatur bezahlt? Ich. Super, das geht nicht. Hier. Ich kann hier, mich freuen. Also wenn jetzt so ein Kunde aus Österreich kommt und du das Auto noch schnell vorher Probe fahren willst und tanken lässt und nach 10 Minuten dem seine Telefonnummer im Büro am Display erscheint, dann weißt du direkt, was ist irgendein Scheiß passiert. Ja, das ist einfach furchtbar. Was soll ich denn jetzt noch sagen? Es ist furchtbar. Wer kauft sich ein Flugzeug, das innen drin aussieht wie ein verschissener Afrika-Look-Puff? Kein Mensch. Mit Holzpaneelen. Es fehlen nur noch so Gardinchen.
unerträglich. Guck mal, wenn du dir so ein Flugzeug leihst, was 300 Tacken kostet, ja, und du gehst mit deinen schlammverschierten Stiefeln da rein, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ja, der Bus kommt natürlich hier an und hinterlässt erstmal eine schöne Ölspur. Das darf natürlich nicht sein, weil hier irgendeiner kommt, der mir dann ganz genau erklärt, warum das nicht sein darf. Ich meine, wir wissen natürlich, dass es nicht sein darf. Wenn du so einen Bus das erste Mal siehst, dann weißt du als Schrauber ganz genau, was passiert. Da ist alles im Arsch, von vorne bis hinten. Dann nee, das geht nicht. Da müssen wir NATO-Draht rum in den Bus machen. Die plündern den und schrauben irgendwas ab. Ich meine, jetzt wird natürlich einiges klar. Ne? Jetzt muss der Bus gemacht werden. Ne? Ist ja kein Stück Schrott. Es war ja der Bus vom King. Ne? Ja. So, King hat da drin so jetzt müssen wir eine Liste machen, was wir alles machen müssen, damit dieser Bus hier wegfährt und nie wiederkommt. Stefan, der King hat da reingepupt. Stell dir mal vor. Die Schüssel vollgebacken. Geil, ey. So. Elvis ist halt nicht selbst gefahren. Elvis hat da sehr wahrscheinlich dreimal hinten drin gesessen und hat sich, was weiß ich was, aber Alter, mir ist das doch scheißegal, wem der Bus war. Guck mal, für uns ist eins wichtig, der Bus kommt hier hin, wir müssen ihn durchschrauben, da darf kein Trara mit sein, kein Drama, alles ist in Ordnung, der Typ fährt weg, ist glücklich. Wenn du so ein paar Sachen im Internet suchst und dich auf den richtigen Seiten anmeldest und so ein paar Suchanfragen stellst, dann verkaufen die das natürlich weiter und irgendwann ruft dann hier jemand an, weil er weiß, dass du sowas mal gesucht hast. Und dann bedroht er dich damit, dass er dich irgendwann besuchen kommt. Und dann sagst du, ja, ja, machen Sie mal aus Indien. Wer kommt aus Indien nach Peterslar? Kein normaler Mensch kommt von Indien nach Peterslar. Bis er dann irgendwann anruft und sagt, er steht in Neuwied, er wird jetzt gern abgeholt. Und so war's. So war's. Are you ready? Yes, sir. So, I hope I have soon good news. Yes, and you send me my gauges, yes? Sure. Thank you, sir. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Can I take a picture? You can take a picture. With you? Yes. So come on, say cheese. Cheese. That's not good. Good. Look. Thank you. Is it okay? Have a look. Noch ist offen, ob sich die lange Reise der Vertreter in den Westerwald gelohnt hat. Wenn das gut ist, können wir das verkaufen. Wenn das Müll ist, dann können wir das einfach in den Container tun, wie immer. Ist nicht das erste Mal? Die schicken ja vorher Muster, diese Jungs. Aber die sind schon engagiert, ne? Aber das weißt du doch gar nicht, wer das Gummi ist, Alter. Weißt du, wie das erste Gummi gerochen hat? Das hat so gerochen wie ein billiges Kondom. Das ist scheiße. Ja, ich muss weiter. Ich bin ja jetzt kein Kindermädchen. Es gibt keine Toten, es gibt keine Verletzten. Der kann sich ja selbst helfen. Ich habe ihn gefragt, ob er Hilfe braucht. Nein. Ob er genug Strom hat für sein Handy. Ja. Hat er genug Guthaben drauf? Hat er auch drauf. Braucht er irgendwas von mir? Nein. Kann ich ihm irgendwie helfen? Nein. Danke, Wiedersehen. Bei mir hält gar keiner an. Ja, bei mir kennt halt keiner. Glaub mir, wenn ich mich an die Straße stelle nachts, glaubst du, hält einer an? Dann denkt doch jeder, ich will ihm das Auto direkt für 0 Euro abnehmen. Du wolltest das damals haben. Ich habe nicht geglaubt. Ich habe direkt drei Tage später habe ich angefangen zu lackieren. Ich habe jetzt noch die Farbe stehen für alle anderen Autos. Das ist mein absoluter Lieblingsfreund. Das ist genau das, an was ich denke, damit ich nicht zu schnell komme. Ehrlich, oh Mann, ey. Für Spiegelei nach Art des Chefs nehme man 3 bis 4 Eier Größe L und einen guten Liter Olivenöl. Kanister Öl in der Küche. Keine Flasche, kein Spender. 20 Liter Öl. Altöl, oder? Nee. Bestes kretisches Olivenöl. Das Ganze etwa 5 Minuten kochen lassen. Raffiniert verfeinern und mit etwas Brot servieren. Kretisches Öl ist das beste Olivenöl, was es auf der ganzen Welt gibt. Es gibt nichts Besseres. Es hilft gegen alles. Gegen Sonnenbrand, Magenprobleme, Arteriosklerose. Es hilft gegen alles. Es gibt nichts, was besser ist als kretisches Olivenöl. Olivenöl gibt es natürlich nur auf Kreta. Ich meine, die Dinger sind super selten. Und eigentlich will ich es gar nicht haben. Bloß ich muss jetzt hier irgendwas mitnehmen, damit ich das irgendwie günstiger kriege. Das ist nicht mein Partner. Das ist niemand für eine langjährige Beziehung. Das ist einfach einmal ans Bügeleisen gefasst und schnell weg. Wenn du in sowas, was in so einem Grüngebiet irgendwas reinbaust, was hydraulisch ist, und nach einem Jahr fliegt da ein Schlauch ab,
und der Typ kriegt das nicht mit und bleibt auf dem Vorwärtsknopf stehen und dann spritzen da 50 Liter Öl rum, dann kannst du sicher sein, dass die ganzen Häschenstreichler vorbeikommen und es einen riesen Alarm gibt. Alter, ich bin 52 Jahre alt, 2 Meter großer griechischer Schrotthändler aus dem Westerwald. Wenn ich die Dinge ansehe, dann weiß ich direkt, ob das eine Hure ist oder ein wunderbar schönes Fahrzeug. Und das waren keine wunderbar schönen Fahrzeuge. Man versucht halt möglichst lange, so die Form zu wahren. Und vielleicht täuscht man sich ja auch und der zweite Blick heilt alles wieder. Aber der erste Blick lässt sich halt erkennen, dass diese Dinger tatsächlich ungefähr genauso alt sind wie ich, aber viel schlechter im Zustand. Alter, du stellst immer so Fragen, dass ich mir gleich eine Banane in den Arsch stecken kann. Passiert das immer, dass das irgendwas schiefläuft bei Morlock Motors? Ja. Nein. Passiert natürlich nicht. Die endgültige Verwandlung zum Partymobil übernimmt nicht das Morlock-Team, sondern Kunde Mike mit seinen Leuten. Alter, wenn einer eine Schraube so locker hat, dass er den scheiß Schulbus in pink lackiert, dann mach ich das doch nicht. Das muss der selbst machen. Du machst sowieso nicht, der Günther. Auch der Günther macht das hier nicht in pink lackieren. Glaubst du, der Günther hätte ein Problem damit? In Schulbus in Schweinchenrosa zu lackieren? Ja. Habe ich nicht genug Ärger, muss ich jetzt noch scheiß Schiff anfangen, Alter. Habe ich vor 30 Jahren mit aufgehört, fange ich jetzt wieder an. Es muss einfach jeder noch was Geld verdienen. Und wir müssen noch was Geld bezahlen. Gut, top. Viel Glück. Eigentlich können wir bis jetzt zufrieden sein. Stefano hat es geschafft, in kürzester Zeit schon 3 von diesen VW-Bussen zu verkaufen. Wenn das so weitergeht, habe ich mein Geldblatt wieder. Was soll ich denn für ein Fazit ziehen, Alter? Wir haben die ersten 3 guten VW-Bus. Da gibt es kein Fazit. Das Fazit gibt's, wenn der letzte Bus raus ist und die Kohle auf dem Tisch liegt. Dann haben wir ein Fazit. Bleibt was liegen oder ist ein Loch im Tisch? Also. Eine Etage zu hoch geliftet. Und jetzt? Jetzt kann der Scheiß runter. Warum? Ah, weil ihr schön in den Stopp gefahren seid. Ja. Darf ich mal sehen, was du da machst? Geh mal zur Seite. Wo ist die Fernbedienung? Warum habt ihr denn bis oben reingefahren? Weil du wissen, wie Koch fährst du, ne? Ja, mit dem Auge, ne? Kannst du so gucken und dann hörst du auf. Ja. Der Hof von Morlock Motors als Kulisse für ein Musikvideo. Und das hat der Chef erlaubt? Zeit haben wir für so einen Blödsinn natürlich nicht. Aber die Jungs haben sich das so gewünscht und haben auch nicht nur einmal angerufen und waren 3-mal da mit Kaffee und Kuchen. Und wir wollen das wirklich machen und ich will dir nicht in den Weg stellen. So, was wollen wir denn jetzt Tolles machen? Vorschlaghammer, Amboss. Und dann? Irgendwas muss es da schmecken. Kein Mensch schlägt einen Vorschlaghammer auf einen Amboss. Das ist alles, was passieren kann. Irgendwas fliegt ab und einer ist blind. Alter, was ist dabei spannend zu sehen, wenn ein 50 Jahre alter, 2 Meter großer griechischer Schrotthändler mit dem Hammer auf dem Amboss rumschlägt? Was ist denn das? Was soll denn das sein? Bewegungstherapie oder? Jetzt wird's peinlich. Ach du Scheiße. Sei stark. Ach, ja, ich weiß. Alter. Mach langsam und ausdauernd. Ja, ja, klar, langsam und ausdauernd. Ach Gott, ey. Katastrophe. Das wird eine Vollblamage. Eine Vollblamage. Und los. Ja, warst du auch so rutschiger? Am Schuh? Elite-Soldaten brauchen für den kompletten Parcours keine 3 Minuten. Aber sie haben vermutlich einfach die besseren Handschuhe. Vergiss es, komm. So verrinnt Liter um Liter und Minute um Minute. Geil, ne? Hängen wir den ganzen Tag rum, ey. Was hast du heute gemacht? Oh, ich hab getankt. Was eine Scheiße.
Du fängst ja nicht an, irgendeinen Typen jetzt das Köpfchen zu halten, weil der ein bisschen kotzt. Wie soll er sich denn dann fühlen? Das ist ja noch furchtbarer. Das ist ja eine totale Degradierung. Dir als Kerl ist schlecht, also hältst du dich gefälligst da hinten fest und kotzt dich leer. Besser hinten raus als ins Cockpit. Alter, ich fange gleich an zu heulen. Warum? Ich habe meinen schönen Tauchcomputer verloren. Was? Ich habe meinen Tauchcomputer verloren. Ernst jetzt oder was? Ja. Für den Tauchcomputer habe ich lang gespart und habe mir den selbst zu Weihnachten geschenkt. Und damit der an diese super geile Vollgesichtsmaske dran passt, hat der Fabian mir in Kleinarbeit eine Halterung gefräst, die von diesem Ding um die Ecke genau vor mein Auge montiert wird. Und jetzt ist das weg. Ja, das ist eine super Situation. Wenn du da kommst mit 5 oder 6 Leuten, einem Berg voll Werkzeug, einem Schiff, einem Kompressor und das Einzige, was funktioniert hat, ist an die Leiter 2 Bretter aus dem Vogelhäuschenbau dran zu machen, damit du aus dem Wasser rein und wieder rausklettern kannst. Das kann auch keiner ahnen, dass in diesem scheiß Reifenlager irgendwelche Killerbienen ihr Nest gemacht haben und dass die, wenn du eine zerdrückst, sofort der ganze Schwarm oder der ganze Block angeflogen kommt und es dir richtig besorgt. Das ist ja, das muss man ja irgendwie mit Schildern hinschreiben. Ja, immer irgendeine Spezialscheiße. Es kann nichts normal sein. Es muss alles immer extra sein und immer kompliziert und immer anders. Alter, ich hab keine Zeit. Ein scheiß 19er Schlüssel. Was macht der jetzt? Pause? Ja. Der Basti. Ich weiß nicht, wer der ist. Zu Michaels ausgeprägtesten Tugenden zählt Geduld offenbar nicht. Ja, Sauerei, ey. Alles Schlampen. Wir kriegen keine neue Werkzeugkiste, die kriegen alle eine Umoperation. Arschlöcher. Ja, eine Zange brauche ich auch noch. Ja. Ich meine, der Basti ist ja jetzt auch schon seit 20 Jahren lang Schrauber, ne? Der weiß natürlich ganz genau, wenn du darauf rumdengelst, kommt das irgendwann. Idealerweise stehst du halt dann nicht drunter. Ich kann natürlich nicht den Basti in den Arm nehmen und gleichzeitig auf dem Ding rumhaben. Wie heißt das denn? Ponton? Ponton. Ponton? Ponton. 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 Könnt ihr nicht irgendeinen einstellen, der irgendwas Ahnung hat von Schrauben? Das wäre doch viel einfacher. Die Amphibie, das Amphibien, Brücken und Brückenfahrzeug. Oh, Alter, jetzt willst du das von mir aus dem Westerwald einen Deutschkurs haben? Scheißegal. Das Vehikel. Das könnt ihr euch einrollen oder einrahmen und rektal einführen, trocken oder mit Flutschmittel. So, komm, lass uns abhauen. Ich habe echt noch zu telefonieren. Komm.